Hero Park. Ja, ich akzeptiere und bestätige die Nutzungsbedingungen, aber selbstverständlich. Der große Krieg ist vorbei. Vor vielen Monden kehrten die ruhmreichen Helden von den Schlachtfeldern zurück. Einige Helden suchten nach neuen Abenteuern, während andere in ihre Heimat reisten. Dies ist die Geschichte von einem alten Mann und seinem Einhorn. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angezockt. Wir gucken uns Hero Park an. Ich habe gedacht, naja, könnte ja mal ein bisschen was anderes sein. Allein das Format ist ja schon ein anderes. Gucken wir mal, wie ich das im Schnitt so hinkriege. Na gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Abenteuer. Ist eine Handy-App, sowohl für im Play Store als auch im App Store verfügbar. Und ja, ich glaube, wir gucken einfach mal, was uns hier so erwartet. Das sieht nicht gut aus. War das wirklich mal unser Dorf? Es ist viele Jahre her, aber ich erkenne das alte Verlies wieder. Ja, aber das Dorf ist komplett zerstört und niemand ist mehr hier. Also, was willst du hier? Halt mich ruhig für verrückt, aber ich will das Dorf komplett neu aufbauen. Schließlich ist es unsere Heimat. Wenn wir ein Gebäude bauen, können wir dort Waren herstellen und teuer verkaufen. Ich habe gehört, dass Helden Heiltränke lieben. Die könnten wir doch verkaufen. Na, dann fangen wir mit dem Haus des Alchemisten an. Meine Schwägerin stellt uns die Tränke her. Okay. Baue das Haus des Alchemisten wieder auf. Okay, ja, ich würde sagen, Alchemist Stufe 1, machen wir mal. Gegen Monster, oh meine Güte, müssen wir hier kämpfen. So, hier sollen wir draufklicken. Produktion starten. Das ist wohl seine tolle Schwester. Mhm. Und, achso, ich soll gleich zweimal machen. Alles klar. Und zurück zum Dorf. Der Laden läuft. Deine Schwägerin weiß, wie man gute Tränke herstellt. Jetzt brauchen wir Kundschaft, die uns die Tränke abkauft. Kannst du uns ein paar Helden in das Dorf locken? Aber sicher. Helden lieben Einhörner. Schick mich los. Okay. Einen Helden anlocken. Na, das ist doch mal nett. Oh, 9 von 10. Kommt in 20 Minuten wieder. Alles klar. Wähle die Helden aus, die das meiste Gold besitzen und viele Bedürfnisse haben. Alles klar. So, dann haben wir die Elfen und den Zwerg. Ach, das sind nur die 4. Meisten Bedürfnisse. Na, da würde ich sagen, ist ja tatsächlich der Zwerg, oder? Der will ja schließlich 3 Tränke haben. Und irgendwelche Waffen? Wähle noch einen Helden aus. Nur dann nimm mal die beiden. Alles klar. Wähle einen weiteren Helden. Der linke Held hat viel Gold. Hol ihn dir in dein Dorf. Die Nahkämpferin. Alles klar. Okay. Ach so, der Countdown läuft 20 Minuten ab und dann können wir die nächsten anlocken. Alles klar. Die Helden hast du gut ausgewählt. Sie wollen Tränke kaufen und kämpfen. Gold haben sie genug dabei. Naja, ich habe mich im alten Verlies umgeschaut. Die letzten Monster müssen es bereits vor Jahren verlassen haben. Ein Verlies ohne Monster? Das wird den Helden nicht gefallen. Ich habe im Keller des Alchemisten ein paar Ratten gefunden. Nehmen wir die erstmal. Okay. Wirf die Ratten in deinen Dungeon. Alles klar. Zack und zack. Platz für 2 Helden. Okay. Ja. Achso, ich soll das beobachten. Alles klar. Habe ich gemacht. Ja, okay. Funktioniert also von ganz allein. Okay. Ratten sind keine echten Gegner für die Helden. Wir brauchen etwas Besseres. Mhm.
Mein Bruder hat vor dem Krieg zahme Hausgoblins dressiert. Wir könnten die Monsterzuchtfarm wieder auf Vordermann bringen und unsere eigenen Monster züchten. Dressierte, harmlose Goblins? Naja, warum nicht? Die Helden werden den Unterschied zu echten Goblins schon nicht merken. Lass uns die Monsterzuchtfarm dorthin bauen, wo die Helden sie nicht sehen können. Okay. Wähle ein Gebäude. Monsterfarm. Also hier ist nur eins möglich. Alles klar. Uha. Setze deinen Bruder für das Training der Goblins ein. Das ist ja voll die Familienglitsche hier. Okay. Dann machen wir das doch gleich mal. Gucke. Viere gleich hergestellt. Naja, ist doch ein Traum. Und dann sollen wir die 8 Goblins da reinwerfen. Jawohl, na gucke, da können sie doch ordentlich üben. Wunderbar. Stufe 2 erreicht. So, dafür haben wir 5 Diamanten oder Kristalle, was auch immer. Und 5 Einhörner. Ah, das Anlocken. Alles klar. Das war richtig gut, aber die Helden sehen immer noch nicht zufrieden aus. Sie können es jetzt zwar fast echte Goblins besiegen, aber sie wollen auch wertvolle Schätze finden. Mein Neffe hat seine Lehre bei einem Schmuckfälscher gemacht. Er kann für uns billigen Ramsch herstellen, den wir für die Helden als Schätze in das alte Verlies legen. Okay, lass es uns probieren. Den Unterschied zu echten Goblins haben sie ja auch nicht gemerkt. Okay, auweia. So, da sollen wir jetzt hinbauen, eine Ramschfabrik. Alles klar, kriegen wir auch hin. Auweia. So, da kommt dann der Neffe rein. Dann soll man sicherlich Ramsch produzieren. Hammer. Und hier auch gleich nochmal. Ist ja ein Traum. Der Ramsch. Ach so. Was? Ach so, dafür soll ich meine Punkte einsetzen. Alles klar. So, dann soll ich. Ach so, kann ich nicht. Oh, jetzt wird wieder gekämpft. Und sie findet sicherlich jetzt einen Schatz, oder? Yay, habt ihr das gehört? Alles klar, na dann kämpf mal fleißig. Wow, das hat geklappt, du bist genial. Naja, die Helden scheinen zufrieden mit ihrer Beute zu sein. Wir sollten ihnen noch mehr Möglichkeiten für ihr Gold... Was? Noch mehr Möglichkeiten geben, ihr Gold auszugeben. Hast du eine Idee? Naja, sie sehen ganz schön hungrig und durstig aus. Wir könnten das alte Wirtshaus wieder aufbauen. Gute Idee, meine Schwester... Voll der Clan hier. Meine Schwester ist eine leidenschaftliche Köchin. Außerdem ist noch nie jemand durch ihr Essen ernsthaft zu Schaden gekommen. Okay. So, dann können wir, warte mal, das hier ist der Alchemist, den haben wir schon. Ein Wirtshaus sollen wir bauen. Wunderbar. Auch das machen wir. Da setzen wir die Schwester rein. Alles klar. So, und was soll die hier machen? Wie heißt denn das da? Kann man auch irgendwie sehen? Oh, guck hier, er wird gefuttert. Wunderbar. Und ein Bierchen und eine schöne Keule. Sehr gut. Im Wirtshaus wird der Platz schnell knapp. Wir sollten den Stauraum für Speisen und Getränke und den Platz für die Helden vergrößern. Das bringt nicht nur mehr Platz, sondern verbessert auch das Ansehen unseres Dorfes. Alles klar. Dann müssen wir nochmal einen Helden und nochmal Verpflegung. Wie sieht's denn jetzt aus? Sollen wir den jetzt ein Bierchen brauen? Oder was? Deine Specials. Okay. Das sieht geräumig aus. Lass uns dafür sorgen, dass wir immer genug Platz für die Helden haben. Mit höherem Ansehen kommen bald auch hochstufige Helden zu uns in das Dorf. Ich liebe hochstufige Helden. Sie haben auch hochstufige Geldbörsen. Naja, die ersten Helden werden das Dorf bald verlassen. Soll ich neue Helden holen? Ja. Was? Helden verlassen das Dorf, sobald sie keine Bedürfnisse oder kein Gold mehr haben. Mit deinem Einhorn holst du dir neue Helden. Alles klar. Dann lege ich mal los.
Oh, gucke mal. Hallo. Ach so, hier sehe ich, was ich denen vorbereiten muss. Die wollen alle nur... Ich fände es cool, wenn ich hier draufklicken könnte. Also auf die... Also Tränke und Essen wollen sie. Einmal kämpfen. Oh Mann, der hat aber richtig Knast hier, wa? Zwei weitere Helden. Sucht dir einen aus. Naja, dann würde ich sagen... Wir brauchen 7, 10 Keulen und 2x Bier. Nehmen wir den. Alles klar. Das reicht. Dann können wir nochmal Bier produzieren. Wunderbar. Es hat sich herumgesprochen, dass es ein Wirtshaus im Dorf gibt. Die Helden haben einige neue Bedürfnisse. Ich sollte unbedingt die Vorräte im Wirtshaus und beim Alchemisten wieder auffüllen. Bei so vielen Helden können die Vorräte schnell verbraucht werden. Und vergiss nicht nachzuschauen, ob wir genug Monster und Beute vorrätig haben, um das Verlies zu füllen. Ja, machen wir. Gucke mal, ist doch wunderbar. Mein Dorf, Hammer, dann gucken wir hier noch nach. Können wir doch wieder neue Goblins platzieren. Dann könnt ihr wieder kämpfen. Und neue Beute müssen wir schon wieder produzieren. Wunderbar. Dann kriegt ihr hier... Oha. Wollten die viel kämpfen? Ich weiß es ja nicht mehr so viel. So wirklich. Doch. Alles klar. Gut, pass auf, dann kriegt er jetzt hier ein neues Krams rein. Und pass auf, den basteln wir da auch gleich noch was mit rein. Okay, alles ist aufgefüllt. Ich wette, dass wir in Kürze die Kasse richtig klingeln lassen werden. Lass uns versuchen, noch 250 weitere Goldmünzen zu verdienen. Alles klar. Schicke dein Einhorn um neue... Oh, hey, jetzt bleib doch mal ganz entspannt hier. Ja, das könnte man ja immer mal weitermachen hier. Zu dickes Ei. Oha, hier gibt's kein Essen mehr. Oh, ich hoffe, das reicht. Na? Hammer. Ach, gucke, da muss ich das selber einsammeln. Wunderbar. Und da ist schon wieder... Oh, die sind schon wieder glücklich hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, Zwergnase und die Magierin. Und hier, volle Möhre. Gucke, 5 von 5 Helden. Alles klar. Die wollen kämpfen. Wie sieht's im Dungeon aus? Ja, das kriegen wir hin, ne? Hab ja noch Monster da. Also alles schicki. Sollten wir vielleicht gleich nochmal nachbasteln hier, wa? Hier ist Essen noch da. Naja, ein Bierchen. Bist du schon fertig? Ach, gucke, wenn ich auf die draufklicke. Stufe 2, der hat nur noch 10 Gold. Okay, ich glaube, den haben wir ordentlich ausgenommen. So, er will 4x, ah, das ist ja gut, dass man da nochmal gucken kann. So, er hat schon gekämpft, er will jetzt nur noch Bierchen und Esschen haben. Na, wunderbar. Ja, das ist doch mal nicht schlecht hier, oder? Anlocken. Hier, gleich, nächste Runde. 250, 150 und 150. Los geht die wilde Tour hier. Das möchte ich gerne noch gemacht haben, die Aufgabe erfüllen. Ich finde das total ungewohnt, in diesem Format zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Sag mal, wie viel jippet denn man hier? Ist ja irre. Hier gleich noch meine Keule. Stufe 3 erreicht. Was bist du? Neu ab dieser Stufe. Jetzt kann ich eine Rüstungsschmiede bauen. Alles klar. Und du bist? Rüstungsschmiede verfügbar. Aha. Okay. Kriegen wir hin.
Das war großartig. Inzwischen wollen aber auch ehemalige Dorfbewohner wieder bei uns arbeiten. Sogar der alte Rüstungsschmied ist dabei. Dann lass uns eine Schmiede bauen. Rüstungen können eine schöne Stange Gold einbringen. Alles klar? Dann kriegt der hier eine Rüstungsschmiede. Zwei Rüstungen soll ich herstellen. So. Ist schon gemacht. Jetzt bin ich bestimmt der Quest ein bisschen vorausgeeilt, wa? Oh, weia. Verkaufe für 200 Gold Rüstungen. Hier, geh mal hier. Ja, genau. Achso, ich bin noch voll. Okay, wie sieht's denn hier aus? Wunderbar. Ihr seid auch noch. Wir sind reich. Mit dem Gold können wir uns richtig viel Futter für mich kaufen. Das könnte dir so passen. Wir müssen das Gold ausgeben, um unser Dorf bekannter zu machen. Helden erzählen es überall herum, sobald sie ein Monster besiegt haben. Das müsste für gutes Ansehen sorgen. Und wir können auch viel Ansehen sammeln, indem wir Gebäude oder unser Verlies verbessern. Lass uns beides machen. Okay. Alles klar. Haben wir gemacht. Ja, pass auf, dann machen wir das doch gleich mal so. Hier kriegst du noch ein bisschen so. Ach so, das soll ich auch machen. Na wunderbar. Oh, guck mal, ja richtig auf Vorrat hier. Wahnsinn. Ja, dann gehen sie mal kämpfen, die Herren, bitte. Ah. Gut, hier sollen wir auch noch was machen. Vielleicht möchtest du ja noch ein Bierchen. Ja, aber so kann ich hier nicht draufklicken. Alles klar. Junge, die trinken ganz schön, wa? Oha. Ich glaube, wir sollten das lieber so machen, wa? Nicht schlecht, Herr Specht. Wunderbar. Oh, wir können schon wieder anlocken hier. Oh. Bleiben Sie doch hier. Sind Sie denn wirklich pleite? Oh, er ist mehr als pleite. Oh, weia, er ist gar nicht so schlecht. Also, das gefällt mir. Ach, guck, jetzt geht's zur Sache. Ist eigentlich ganz witzig, das Spiel, muss ich ehrlich mal sagen, ne? Gar nicht schlecht. So, guck mal, da basteln wir noch ein paar Tränke hin. Die habe ich nämlich völlig gekonnt ignoriert. Wunderbar. Rüstungen. Hier kriegst du gleich noch eine und noch eine. So, du kaufst jetzt eine. Ja, komm. Hauen wir einfach mal alles rein. Seid gegrüßt, edler Herr. Wie ich sehe, habt ihr in kurzer Zeit bereits Großes erreicht. Damit habt ihr unsere Neugier geweckt. Oh, das ist ein Vampir. Na, das ist doch kein Grund, gleich rassistisch zu werden. Wir Vampire haben ebenfalls ein Interesse daran, wenn wieder mehr Helden in diese Gegend des Königreiches kommen. Daher möchte ich euch ein Angebot machen. Ihr erledigt für uns Aufgaben und erhaltet von uns Schatztruhen. Wir verkaufen doch nicht das Einhorn im Sack. Zeig uns eine von diesen Truhen. Die Truhe liegt bereits in eurer Schatzkammer. Benutzt den Truhenkobold, um die Truhe zu knacken. Öffnet danach die Truhe und schaut selbst. Oha! Knacken? Ah ja, okay, ist diesmal free. Gucken wir doch mal rein, wenn die Truhe, oder? Ui. Ach, wie jetzt? Ich dachte, da sind irgendwelche anderen Schätze. Dreimal Verbesserung für Magdalena. Okay. Für Brunhilde. Friedel, neu im Team. Friedel ist ein Vampir oder was? Ach, wie schön. Ja, gut. Alles klar. In deinem Team. So, und damit können wir die jetzt aufleveln oder was? Verbesserungen 2. Bonus.
Sehr gut. Hammer. Dann können wir sie ja noch leveln. Oh Gott, was leveln wir denn jetzt? Ich würde sagen, erstmal das Essen, oder? Sehr gut. Und was ist mit Friedel? Friedel. Okay, plötzlich stand er auf dem Friedhof in deinem Dorf. Er erweckt untote Skelette und Zombies für deine Dungeons. Alles klar. Sehr gut. Yay. Stufe 4 erreicht. Okay, Tamanfriedel. Rosemary, nicht im Team. Baldur, Rüstungsschmiede. Die Mama. Geil. Und der Friedhof. Alles klar. Nö, abbrechen. Das hat sich gelohnt. Wir können endlich teurere Heiltränke verkaufen. Die Helden zahlen 20 Gold für einen einfachen Heiltrank und 30 Gold für einen Heiltrank auf Stufe 2. Für höhere Stufen können wir bestimmt noch viel mehr Gold verlangen. Lass es uns tun. Was soll schon Schlimmes passieren, wenn wir Aufgaben für Vampire erfüllen? So ist recht. Für eure erste Quest kann direkt starten. Viel Erfolg! Okay. Okay, nee, das wollte ich nicht. Verdiene 500 Gold an weiblichen Helden. Alles klar. Quest Ladies Night. Okay, dann würde ich sagen, locken wir hier gleich nochmal Leutchens an. 400 und ich würde sagen so. Oh, ha. Jetzt geht's zur Sache, Leute. Jetzt geht's aber mal richtig ab. Verbesserte Herstellung. Ach so, wie kann ich... Ach so, wenn ich das hier insgesamt... Stufe 1. Komm, wir machen mal hier. Jetzt will ich das sehen. Markiere einen Gegenstand, der erneut hergestellt wird, sobald ein Held ihn gekauft hat. Ja, würde ich sagen. Wie soll das, zwei zusätzliche Portionen Fleisch oder Bier bei jeder Produktion. Oha. Okay. So, wenn ich das jetzt... Achso, okay, das wird jetzt nachproduziert, ne? Von alleine. Alles klärchen. Gar nicht schlecht. Wunderbar. Na, das ist doch mal was. Das kriegen wir doch gut hin. Ja. So, hier haben wir noch Rüstungen. Und wir sollen doch bestimmt Quest abschließen. Knacken. Gut. Ich kann doch jetzt hier bestimmt einen Alchemist, Rüstungsschmiede, nee. Wo ist der Friedhof? Was ist dieser Friedhof? Bin ich jetzt, ja, ne? Okay, ihr habt hier keine Monsterchens mehr drin, dann kriegt da mal neue. Hier produzieren wir nach. Hier müssen wir auch nachproduzieren, unbedingt. Guck mal, das klingelt in der Tasche hier, wunderbar. Ja, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ein cooles Spiel, gefällt mir gut. Ist halt mal so ein bisschen was ganz anderes, ne? Als wir sonst hier so am Start haben. Aha, jetzt fehlt mir noch ein bisschen an Münzen. Alles klar. Ja, also wie gesagt, es ist halt doch was ganz, ganz anderes, als wir sonst so am Start haben. Und... Ja, aber ich finde es trotzdem cool. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich euch das ganz ehrlich empfehlen. Also ja, ist witzig. Ich spiele ja sonst so eine Art Spiele nicht, aber ich habe mir echt gedacht, komm, wir machen wirklich mal was ganz anderes. Und ich bin da sehr zufrieden mit, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Ihr Süßen, ich komme aber für dieses Angezockt zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Ja, und dann würde ich mich freuen,
wenn wir uns entweder im nächsten Angezockt oder einem anderen Video eurer Wahl wiedersehen. Also ihr Süßen, bis dahin, macht es gut. Tschüss.